Jungs. Du jetzt. Die Pinkelpause, die war dringend notwendig, ey. Da hinten auf die... Oh, nee. Was denn, oh nee? Holztoilette, ey. Ja, ey, wer muss, der muss. Ach, sind wir endlich bald da? Also, wir sind schon in der Nähe, laut Navi. Ja. Ich dachte, ich komme hier nie mehr zurück, ne? Dachte, wir können hier mal was Ordentliches anstellen. Aber ich merke gerade, ich bin damals hier gar nicht rumgekommen. Ich habe hier, kenne mich hier gar nicht mehr aus. Ich auch nicht, ich war auch lange. Oh, langsamer. Oh Gott, ich war mal hier, wo ich meinen Vater besucht habe. Ich kann überhaupt nicht hinten sitzen, ey, das ist Katastrophe. Ah. Boah. Lustig. Was denn du? Ja. Hat er sich schon verfahren? In der Ecke kenne ich mich hier nicht aus. Kannst du mal das Fenster aufmachen? Ne, warte, ich habe hier selber. Bisschen frische Luft hier, ey. Fahr rechts. Hatte ich vor. Dass du links in den Wald reinfährst. Ja, nie. Oh, da sind die ersten Felder, du. Oh! Oh. Arme Baum, ey. Der lag fast. An sind die Bremsen bei den Auto. Ja, ja. Sind die Bremsen schuld, wa? Bremse! Boah. Die Bremsen sind gut. Beifahrer. Jetzt sind sie auf einmal gut, oder was? Wollte ich doch eben gerade sagen. Du hast mich nur unterbrochen. Ich glaube, der da hinten ist schon in Koma gefallen, der redet nichts mehr. Nee, muss mich konzentrieren, sonst pullerst du die ein, oder hat, was? Hat Leo gleich einen feuchten Nacken, ey. Wo lang geht es jetzt, wa? Eieiei. Du Udo, kennst du noch irgendjemanden, der mir irgendwie einen Hof verkaufen kann? Mein Kapital habe ich ja jetzt. Neuer Bürgermeister. Weiß aber nicht, wie der heißt. Okay. Ja. Oh! Leo. Ah, hier kennst du dich wieder aus, Udo. Leo, hä? Nee, immer noch nicht ganz. Sieht aber so aus, von der Geschwindigkeit her. Ja. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Da kommt doch gleich die Wasserstelle, oder? Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Oh! Aua. Den Kopf gestoßen. Das macht bei dir nimmer viel aus. Halt an, Leo, halt an. Reißen ihn hier raus. Da findet ihn keiner mehr. Ja, das hätte er doch vorher machen können, aber hier. Hier war er schon mal. Hier links, das ist der Maschinenring. Das war. Du, da war mal dein Hof. Ah ne, von deinem Vater, ne? Ja. Wer ist denn du? Ach ja. Mal hier rechts rum. Okay. Ja, das kenne ich. Dann war ich da wohl auch schon mal, weil da habe ich ja mal Maschinen hin und her gefahren. Und hier rechts kommt gleich die Tankstelle. Ah. Ah! Hier bin ich immer früher als kleiner Bursche immer hingelaufen und hab mir immer was zu futtern und zu trinken und alles geholt bei die Hilde. Und hier ist die Baustelle. Ja, immer noch am Bauen. Ja. Haben die Sparkasse abgerissen? Ja. Ja.
nicht mehr so viel verändert. Nö, geht eigentlich. Zumindest hier, da kenne ich mich. Oh, da hing auch eine Karte rum. Kann man auch mal nachgucken. Ah, wir sind jetzt. Ah, da sind wir doch. Ach. Ach, Mensch. Oh. Den wir sind da. Modernisiert, ja. Lange ist es her. Aber. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Aber dein Serviceraum ist ein bisschen kleiner geworden. Ja. Naja, aber Service ist auch nicht so wichtig. Ah, ja. Sehen meine Äuglein da. Ein alten Eicher. Ja, schick. Hier. Schick, schick, schick. Da hinten ist noch ein alter John Deere. Unimog ist geil. Na, Unimog, genau. Wo habt ihr denn die Sachen her? Was sind die Sachen her? Ich nicht, ich hatte einen Mitarbeiter. In der Zeit, wo wir weg waren, hat hier ein Mitarbeiter gearbeitet. Und oh, jetzt geh mir doch mal aus dem Weg, Leo. Ich muss doch hier mal den Johnny angucken. Und der hat sich anscheinend was gegönnt. Ups. Als wohl nicht schlecht, wa, Leo? Anscheinend so gut. Drüben. Ja, das ist meine Ausstellungsfläche. Ein MB-Truck. Ich glaube, ich muss hier noch mal für den Winter bauen. Vor allen Dingen für so einen Deutz-Traktor, der keine Kabine hat. Ja. Oh, ein Unitruck. Winter. Unitruck. Schlüsse müssten stecken, können sich reinsetzen. Oh. Hier ist aber auch einer mit schmutzigen Schuhenreinigern. Jo. Den habe ich ein bisschen billiger bekommen, weil das ein Testobjekt war. Lass mal anmachen. Ja. Und damit kannst du dann halt. Damit kannst du halt. Meinst du eher, der tuckert wie ein Trabi? Hey! Dafür gibt's halt auch noch so einen Tank auf. 82 hier. Kubikzentimeter, guck mal den Motor an. Doch. Verkauf nur. Ich habe alles im Angebot, ne? Jo, jo. Sieht gut aus. Ah, wie gesagt, eigentlich bräuchte ich erstmal einen Hof. Das ist natürlich doof. Bisschen was von Querneland. Ja, ich sehe schon. Der ist schick. Der ist restauriert, oder? Ja. Damit kannst du ja schieben, bist du schneller. Da ist aber auch für das kleine Geld, ne? Ja, klar. Hier brauchst du ja nicht so große Maschinen. Das Bremsseil sieht aber nicht mehr so gut aus. Das hängt schon durch. Ah, Leo. Mein Mitarbeiter hat wohl nicht ordentlich gearbeitet, wie ich sehe. Kurzen. Ist das hier nicht ein bisschen groß? Das sieht voll breit aus.
oder? Oder meine ich nur? Wie viele Meter hatten das? Und 4 Meter. Ja. Krass. Und hier musst du halt vorher die ganzen Stangen da reinstecken. Ja, ja, klar. Transport. Aber da ist es nicht automatisch. Oh, den Ding hast du gerade gesagt. Was? Ich hab gesagt, die Zacken da reinstecken. Die Stangen. Ja. Gib dir gleich eine Stange. Den Dinger hier habe ich damals beim Gumbitsch benutzt. Den Wender. Nee, Schwader. Schwader. Oder? Was ist das? Ja, ein Schwader, glaube ich, ne? Er schwadet das in eine Richtung. Hm. Ah. Was ist das für ein Teil? Grubber oder tiefenlockerer? Grubber. Ah. Oh. Die hat auch schon ein paar Jährchen gesehen, ha? Ja. Oh. Kam der nicht dazu abzuhängen, abzuladen, oder? Nö. Steht es absichtlich so? Das ist absichtlich, glaube ich, so vom Mitarbeiter. Okay. Na gut. Leo? Ja? Kann ich mir mal dein Auto ausborgen? Dann würde ich nämlich mal gucken, ob irgendwo was zu verkaufen ist. Ja, du kannst ruhig unser Auto von... Ja, was machen wir denn mit dem? Kannst du erstmal benutzen. Ich brauche ihn nicht. Ich hab selber. Brauchst du den, Udo? Nö. Hm. Dann ist es deiner jetzt. Gut. Viel Vergnügen damit. Jo, hast du mir noch die Schlüssel? Die habe ich, glaube ich, auf dem... Radar stecken lassen. Hm. Du bist ja nicht mehr im Niemandsland, du bist ja in Walchen, gell? Es sind mehr Leute, die was klauen könnten. Was? Nur gute Einwohner. Ja, warte erstmal ab, ey. Also, bis später dann. Ich fahr mal ein bisschen rum. Tschüssi. Ja. Tschüss. So, dann gehen wir mal gucken, ob wir irgendwo einen Hof finden, wo zu verkaufen ist. Ich könnte erstmal zu meinem alten Hof gehen. Und da mal gucken. Hallo, ist Herr Hochratter. Jo, Leo. Hast du den Schlüssel nicht stecken lassen? Werf mal rüber. Ich stehe hier am Zaun. Udo bringt dir den. Hier. Wo bist du denn? Ja. Bei dir. Ja, das Gebüsch. Das verdeckt dich. Danke. Ciao. Hi. Ah, jetzt aber. So, warte mal, dann fahre ich erstmal rüber zu meinem alten Hof. Guck mich da mal ein bisschen um. Weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Das mit dem Pferdehof, das war schon eine coole Idee. Aber das hat ja nicht so ganz hingehauen, weil einfach keine Touristen gekommen sind. Ja. Deshalb bin ich eher am Überlegen. Diese ganze Milchgeschichte in Russland, die war ja schon recht cool. Vielleicht steige ich doch irgendwie ein als Milchbauer. Müsste ich mal gucken. Hä? Die haben hier ein bisschen umgebaut. Hä? Aber hier kann man gar nicht mehr hoch zum Hof.
Die haben mir ja abgerissen, ey. Da stand das Haus, oder nicht? Oh, die alte Scheune haben sie stehen. Hä? Alte Scheune haben sie stehen lassen und den. Die Weide haben sie erweitert. Keiner da. Ah, hier kann man jetzt außen rumfahren. Okay. Ja, aber wie gesagt, auf Pferde habe ich eigentlich weniger Lust. Wir werden uns mal noch einen anderen Hof angucken, denke ich. Und ja, das machen wir dann am Samstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden jetzt zurück sein auf der Walchen hier im Roleplay. Leben auf dem Bauernhof. Und dann schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.